Bruder Jakob, schläfst du noch? Wir sind jetzt gerade beim Kinderarzt. Heute ist die U5 und ich bin schon ganz gespannt, wie groß und schwer der Henry jetzt mittlerweile ist, weil er in der letzten Zeit ganz schön gewachsen ist. Wir warten jetzt gerade noch auf den Doktor. Ja. Der Henry findet hier gerade die Unterlage am spannendsten. Die wird schon schön zerlegt und das macht ihm sichtlich viel Spaß. Der Henry hat jetzt heute beim Arzt das erste Mal gefremdelt und da sagte der Arzt, dass das wohl ein ganz gutes Zeichen seiner Entwicklung ist. Also er guckt sehr, sehr aufmerksam. Jetzt werden vom Arzt noch die Ohren, die Lunge, das Herz gecheckt und zusätzlich noch, wie er in der Bauchlage liegt. Und das schaut alles ganz gut aus und da freue ich mich jetzt ziemlich drüber. Ja, der Arzt hat gesagt, dass der Henry schon sehr weit sozial entwickelt ist und das erklärt auch so ein bisschen die unruhigen Nächte, die wir momentan haben, weil er da anscheinend sehr viel zu verarbeiten hat. Ja, ich bin total zufrieden und glücklich, dass der Henry so gut entwickelt ist und so kann es jetzt gerne weiterlaufen und ich bin dann schon aufs nächste Mal gespannt. Was die Bauchlage betrifft, ist wichtig, dass es sich nirgendwo verheddern kann. Nee, das ist keine komplett. Keine Schnurre, keine Decke, die über den rutschen kann. Der heißt nur im Schlafsack. Ganz genau. Genau. Wiedersehen. Dankeschön. Danke. Also wir freuen uns, dass er gesund ist. Genau, wir und uns entwickelt auch. Ist. Wunderbar. Weiter so. Dann bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.